Wir haben heute dem Herrn Bundespräsidenten sowohl das Programm als auch das Team vorstellen dürfen. Und ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Bundespräsident, für das Vertrauen bedanken. Vor allem Mitte Oktober habe ich Sebastian Kurz unter anderem darauf verständigt, dass es im nationalen Interesse Österreichs liegt, weiterhin im Zentrum einer starken Europäischen Union zu sein und aktiv mitzuwirken an der künftigen Entwicklung der Europäischen Union und dass weiterhin die Grund- und Freiheitsrechte, wie sie unter anderem in der Europäischen Menschenrechtskonvention oder der Europäischen Grundrechtecharta kodifiziert sind, sozusagen der Kompass des Handelns bleiben.